Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legends of Dawn. Wie in der letzten Folge versprochen, stürzen wir uns jetzt hier ohne Unterbrechung in die Gegnerhorden. In der Hoffnung, vielleicht noch so ein Dornbruchstück zu finden. Ja, wir heilen uns mal kurz. Und dann prüfen wir mal mehr. Dann kommt dein Zauber wahrscheinlich wieder zum Einsatz. Boah, macht er jetzt doppelt Schaden? Natürlich, er ist zweimal da. Boah. Mächtig. Wie sie live. Dafür. Ha. Wie viel Mana kostet er denn? 19. Glaube. Mana. Das gibt's hier nicht. Sind zwei Hüfe. So, apropos verlangsamen, können wir mal was Lustiges machen. Ja, wenn schon, dann richtig kommen. Das ist, so, wie nennen wir ihn? Smogoks verbrennendes Licht. Nein. Ja, das passt doch. Ja, das Bild, das muss auch sein. So, wo haben wir den Platz? Da haben wir Platz. So. Wir müssen jetzt 60% schneller sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir trinken jetzt hier ein Schlückchen und dann... Hilfe auch ziemlich lange. Eine Minute. Zählt uns nicht zum Hauen. Hätten wir es übersehen. Ah. Wie heißt das Gute? Aerosid. Drei. Jetzt geht hier der Stift den Geist aus. Das ist ein Papier. So. Der Zauber gefällt dir, ne? Ja, der wird noch praktisch. Unser Mann erinnert sich schon. Naja. Ja, aber glaube. So viel Zeit muss sein. Aber so schnell regeneriert es sich jetzt nicht, finde ich. Regeneriert sich in einer Minute 42, glaube. Nee, ich denke nicht. Aber außerhalb des Kampfes regeneriert es sich schneller als im Kampf. Das brauchen wir.
Unbedingt. Jeden Preis. Ja, von den Schlüsseln haben wir 3 Stück. Boah, wir sind auch helle. Erde. Das sieht doch riesig aus. Oh, Endboss. Dann. Ja, zu trinken. Du sollst aufpassen, dass das Spiel nicht überforderst. Meinst du, das stürzt ab? Naja, wenn du das zu oft übereinander legst, bestimmt. Speicher lieber, weil nichts riskieren. War da nicht eben noch so ein ganz großer? Nein, der ist schon tot. Der kann doch nicht tot sein. Dann brauchst du übrigens auch nicht speichern. Da liegt er. Dann looter den aber. Moment. Er ist mal ein fliegender Vampir. Dann dachte er, er könnte sich verstecken und seinem Schicksal entgehen. Fleisch. Die haben allgemein recht viel Zeug, das man ihnen dann abnehmen kann. Jetzt bin ich da. So. Oh. Ja, das ist gut. Verschiedene Säuren. Ich hab ziemlich wenig von diesen Büchern. Ja, wäre auch schlecht, wenn es davon ganz viele gäbe. Dann bräuchte man das ja gar nicht leveln. Fast so gut wie ein Mount. Na gut, 60%, ne? So schnell wie das erste Mount in WoW. Wenn ich mich richtig erinnere. War das nicht 40? 60 möglich. Ja, egal. Die ist alles egal. Ja. Die Strecken kann man ja kaum vergleichen, die man da zurücklegen muss und hier. Das stimmt wohl. Ja, da zwingt uns einfach in die Falle rein, wie gemein. Ja, töten wir erst seine Kinder.
nur diese dekorativen Käfige. Ja, muss sein. Gab's ja auch in Sims sowas. Konnte man natürlich sein Kind hinstellen. Ja, richtig. Da lag auch sogar ein Skelett drin. Ja, sehr dekorativ. Ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt was, was man bei IKEA findet, aber wenn es einem doch gefällt, hat dann jeder. Denke ich, ja, hat auch keinen das Recht zu sagen, so ein Käfig mit Skelett drin sehe ich jetzt nicht so als pädagogisch wertvoll an. Und den Morgenschleier nehmen wir noch mit. Anstatt der sich da gleich drauf packt. Och. Eine Axt ist mehr wert. Kampfaxt. Oh. Wir hier auch schon fertig. Ist die Frage, ob wir uns vielleicht raus teleportieren sollten in die nächste Stadt zum Verkaufen oder? Wir müssen noch zu den nördlichen Faerun Plains. Also das möchtest du jetzt gleich erledigen? Ja, wir sollen ja nur schnell vorbeischauen. Ja, von mir aus, ich dachte nur, weil wir ja wieder so voll beladen sind. Können wir die schleppen? No. Wir sind jetzt ein Rennauto. Nennen. Meinst du, die 60% beziehen sich immer auf den aktuellen Wert? Auf den, ja, auf den Grundwert oder den momentanen Wert? So kommen wir hier raus. Ah, ich dachte schon, wir wären gefangen. Ja, wir waren so schnell. Wo ist denn das hier? Das hier ist es doch. Varunians Heiligtum. Ach, und da sollten wir hin und gucken. Genau, direkt vor der Haustür. No idea how miners managed to raise these boulders in praise of the god Varunaj. It's huge. Deerts! Such dangerous beasts all around the shrine. I have to prepare myself before taking them on. Naja, ja. Kommt ran. Ja gut, wir lachen jetzt, aber mit Level 4 wäre das bestimmt echt knackig. Na, ich glaube, mit unserem Wissen jetzt wäre das einfacher. Inwiefern? Ja, also schon gleich einen coolen Heilzauber, die Sachen mal identifiziert. Ja gut, das stimmt. Ja, mehr sollten wir hier nicht machen, ne? Diese Rätsel. Ich glaube, das hat überhaupt kein Rätsel. Das ist einfach... Da, das ist einfach... Ja, das kann natürlich auch sein. Wir lesen mal einen Questlog, was wir hier machen sollten. Zu untersuchen und dann die Deerts loswerden. Ja, ich denke, das haben wir gelöst. Umdrehen. So, welche Kräuter brauchen wir für die eine? Geheime Medizin. Ja. Und 4 Stück Anora-Wurzel. Das Eisenzeug haben wir. Ja, es wird wohl kaum 2 Dinger geben, die... Anora-Wurzel, haben wir da alles? Ne, nee, 4 Stück. Ah, ich meine, die können wir pflücken, oder? Mhm. Na ja, gut, die finden wir bestimmt auch nochmal. Was ist die denn? Wer ist morgen Carniolon? Tamika Carniolon hat uns die Quest gegeben. Mhm. Das war die Barfrau, oder? Ich glaube, ja. Naja, dann untersuchen wir das in der nächsten Folge. Suchen wir noch ein paar Pflänzchen. Und dann geben wir die verschiedenen Quests ab. 3 an der Zahl. Genau so machen wir es. Bis dahin. Tschüss.